Ja, also erstmal Entschuldigung für die Zockpause. Konstantin Gillis ist mein Name und ich werde ein bisschen was vorlesen aus diesem kleinen Buch. Extraleben heißt es. Ich habe es schon vor ein paar Jahren geschrieben. Ich weiß noch, damals, als es rauskam, hat einer meiner Kumpels gesagt, es ist ein total geiles Buch, das werden 10 Leute kaufen. Es sind Gott sei Dank ein paar mehr geworden. Worum geht es in diesem Buch? Das ist ein Buch, das handelt von zwei Kumpels, dem Ich-Erzähler, der hört auf den Namen Key, und auf seinen Freund Nick. Wobei Nick eigentlich die geheime Hauptperson ist, denn Nick ist so die treibende Nerdkraft in diesem Buch. Die beiden sind nicht mehr ganz jung, so wie der Autor selbst, und sind in den 80er Jahren, späte 80er Jahre groß geworden, also mit den 8-Bit und den 16-Bit-Maschinen groß geworden. Und das ist ihre Welt bis heute, denn sie haben seitdem nicht mehr viel auf die Reihe gekriegt. Die haben irgendwie Studium abgebrochen und hangeln sich so von einem Job zum nächsten, auch mit den Frauen, ich glaube, es nicht so ganz toll. Zu Beginn dieses Buches, Extraleben, da hat sich der Nick gerade von seiner Freundin getrennt und ist in einer schweren Depression. Und ich werde einfach jetzt dieses Buch nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern ich werde mich so durch die Kapitel durchseppen, damit man so einen leichten Eindruck bekommt, worum es da überhaupt geht. Und ich fange einfach mal an im Level 2, also hier ist ein Kapitel Level. Und ich sehe gerade, der erste Satz ist Freitagabend in einer mittelgroßen Stadt am Rhein. Ich wusste gar nicht, dass es ein Heimatroman geworden ist. Also wer auf der Luxemburger Straße gewohnt hat, der wird vielleicht den Wohnblock erkennen, der hier geschildert ist. Nicks Wohnung liegt in einem Block, der Anfang der 80er gebaut wurde, also in einer Phase, als Messing und Rauchglas furchtbar angesagt waren. Ich stehe im Aufzug und checke meine Ausrüstung. 2 Sechser Corona, check. Eine Packung Quaxi-Fröschli für Haribo, für Nick. Das müsste für die ersten Runden reichen. Es dauert eine Minute, bis Nick zur Tür geschlort ist. Alles klar, murmelt er, schon halb wieder auf dem Weg zu seinem Sofaplatz. Alles klar, sage ich und haue mich neben ihm aufs Sofa. Was spielen wir denn? Das Coolste an Nicks jetzt wieder Junggesellen-Medienbunker ist, dass er wirklich immer die neuesten Games da hat. Neben dem topmodernen Heimkino ist das für ihn Ehrensache. Also zocken wir drauf los, ohne Rücksicht auf Rahmenhandlung, Intro, Handbuch oder Zwischenszenen. Es ist ohnehin immer dasselbe. Irgendein Rick, Jim oder Tom, der mal bei einer supergeheimen Spezialeinheit war und da wegen Befehlsverweigerung rausgeflogen ist, der will sich A. rächen, B. rehabilitieren oder C. die Welt vor einer Invasion von A. Aliens, B. Zombies oder C. oder B. oder was auch immer und so weiter und so fort. Wir starren nach vorne und reden nur das Nötigste. Wie kann man zwischen den Waffen umschalten? Und kann ich noch einen Quaxi haben? Klar, dauert es mittlerweile immer ein bisschen länger, bis wir das Game beherrschen. Man ist ja nicht mehr 16 und kann stundenlang ermüdungsfrei Kommando zocken. Von Strategiekram und Rollenspielen lassen wir grundsätzlich die Finger. Dafür sind wir viel zu sehr oldschool. Alles, wofür man ein Handbuch oder ein Bildschirmmenü durchlesen muss, das taugt nichts. So lautet unser eisernes Gesetz. Die Instruktionen dürfen das Pong-Limit niemals überschreiten. Der erste Videospielautomat der Welt kam schließlich auch mit der Anleitung Avoid Missing Ball for High Score aus. In all diesen Jahren haben wir von dieser Regel nur einmal eine Ausnahme gemacht und das war bei Mist. Alter, guck mal, was ich ersteigert habe, sagt er und dreht sich um. Stolz zieht er einen Commodore 64 samt 1441-2 Diskettenlaufwerk aus dem Karton. Schon auf 2 Meter riecht das Zeug heftig nach eBay, dieser Duft von Wasserschaden im Keller und drunter bei Opa. Optisch macht das, was mal im Begriff der Zukunft war, einen eher antiquierten Eindruck. Das Gehäuse der alten Floppy, ehemals das stolze Spitzenmodell, sieht vergilbt aus wie der Zeigefinger einer alten Dame, die ein Leben lang geraucht hat. Und auch die Plastikhaut des Brotkastens wirkt, als habe er 20 Sommer lang in der Auslage eines Schreibwarenladens gebraten. Nick hat noch das Urmodell mit den beigen Tasten, später waren sie dunkelbraun. Er fischt seine alte Diskettenbox raus. Was soll man spielen? Ja, schmeiß etwas rein. Wir schließen dieses seltsame Antennenkabel mit 2 männlichen Steckern stilecht an einen Grundig-Fernseher, Baujahr 1982 an. Der steht übrigens jetzt da hinten. Und haben schon tiefes Spaß dabei, mit einem Schraubenzieher den richtigen AV-Kanal zu suchen. Der Aufbau und das Frickeln, bis alles läuft,
Das sind ohnehin die Höhepunkte unserer Bastelaktion. Danach geht es meistens bergab. Strom an und die erste Überraschung. Es dauert nur eine halbe Sekunde. Dann meldet sich das System mit dem legendären Startscreen. Drei Zeilen hellblaue Buchstaben auf dunkelblauem Hintergrund. Commodore 64 Basic Force 2. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Entspannt blinkt der Cursor vor sich hin, bereit uns auf eine Zeitreise mitzunehmen. Ich greife in den Schuhkarton, nehme eine Floppy heraus, stecke sie ins Laufwerk und drehe den Knebelverschluss. Nick müht sich währenddessen damit ab, das erste Kommando einzutippen. Keine einfache Sache, denn die Tastatur ist ja anders belegt als heutzutage. Wo normalerweise die Taste für Großschrift ist, ist jetzt Run-Stop. Das kostet Umdenkzeit. Wofür Teenager-Hände damals nur Millisekunden brauchten, das muss jetzt quälend langsam im Einfingersuchsystem erkämpft werden. Load, $8. Natürlich, Nick hat noch nicht vergessen, dass man die Kommandos wie Load und List auch abkürzen kann, indem man ein L und ein hochgestelltes O macht. Der Schrittmotor des Diskettenlaufwerks hustet kurz, dann quittiert der Rechner die Eingabe. Searching for Dollar. Machen wir doch! Ja, machen wir doch! Und Nick, ein bewährter Witz aus Zeiten, als wir auf Dollar noch in der Form von Taschengeld angewiesen waren. Raschelnd läuft die Scheibe an und spuckt das Inhaltsverzeichnis aus. Barbarian ist drauf. Ein guter Start. Wir laden wahllos eine Datei, die so aussieht, als könnte sie das Schwertduell enthalten. Unweigerlich kommt mir der alte Karlauer in den Sinn. God save the Queen, 8,1. Keiner, der nach 1975 geboren wurde, hat auch nur die leiseste Chance, den zu verstehen. Warten, warten, läuft noch alles? Die Kiste verlangt mehr Geduld, als wir im Gigabit-Zeitalter gewohnt sind. Dann das erlösende Ready. Das Programm läuft tadellos. Nach dem Cracker-Intro, das bestimmt ungefähr so ausgesehen hat, dröhnt uns dreistimmiger Synthi-Minne-Gesang aus dem 5-Watt-Lautsprecher des Fernsehers entgegen. Wir legen sofort los. Plötzlich ist es, als ob das Hirn den Autopiloten reaktiviert hat. Alle alten Moves gehen ohne nachzudenken von der Hand. Kurz in Competition Pro gegen die Laufrichtung legen, gleichzeitig Feuer drücken und schon köpft Conan der Barbar seinen Gegner. Ein netter Dreh, der dem Game damals eine Initiierung beschert hatte und den Titel gleichzeitig zum Favoriten auf dem Schulhof machte. Denn verboten war immer gut. Doch anders als damals reicht unsere Geduld schon lange nicht mehr dafür aus, das Spiel länger als ein Level durchzuhalten. Mit halber Energie hacken wir ein paar Runden auf, drücken dann auch schnell auf Run, Stop und Restore, um den Rechner in den Startzustand zu versetzen. Als wenn wir wüssten, dass sich morgen früh die Magnetschicht der Floppy endgültig auflöst, fressen wir uns durch die Klassiker. Movie Monsters, Commando, G.I. Joe, dazwischen immer wieder Synthi-Variationen der damals angesagten Chart-Hits wie Big in Japan. Und Porno. Porno ohne Ende. Oder besser gesagt, das, was man damals mit Porno hielt. Nämlich mit drei Graustufen eingescannte Bildchen aus dem Playroom. Wie völlig unschuldig wir damals waren, wird uns spätestens klar, als wir ein Programm namens Giga Dildo finden. Das abwechselnd die Worte Schwanz und Saftmöse in verschiedenen Farben auf dem Bildschirm rückt. Mehr nicht. Angesichts moderner Pornografie aus dem Netz wäre uns damals wahrscheinlich der Kopf geplatzt. Passend dazu finden wir eine Art von Proto-Morhun-Jagd mit dem falsch geschriebenen Titel Commando Libya, die sich schon im Vorspann als Sadism Game of the Year lobt. Tatsächlich verspricht der Autor, ein deutscher Fitzner, da nicht zu viel. Bei dem Spiel geht es darum, so viele Menschen wie möglich abzuknallen, ohne Zeit- und Munitionslimit. Im Bonuslevel stehen die Pixelmännchen sogar schutzlos vor einer Wand, sodass man nur noch von links nach rechts durchmähen muss. Sowas passiert halt, wenn man Heranwachsenden keine echten Killerspiele gibt. Nach einigen Disketten wird die Zeitreise allerdings ziemlich ermüdend, weil die alten Sachen eben doch nicht immer besser waren. Bis auf Iridium langweilen uns die meisten Spiele schon nach ein paar Runden, da hilft doch die rosa Brille nicht. Und G.I. Joe steht immer noch zu 95% aus Warten auf die Diskette. Nick will das natürlich nicht wahrhaben. Und er erhöht die Retro-Dosis, indem er eine alte Datasette aus dem Karton fischt.
Dann verschwindet er kurz im Nebenzimmer und kommt mit einem Karton noch muffigerer riechender Tapes zurück. Er reicht mir eine alte Kassettenhülle. Raid over Moscow? Nicht, sage ich, hole brav das Band aus der Hülle und reiche es ihm zum Einleben. Was immer dich happy macht, was immer dich happy macht. Play it like there's no tomorrow. Schreit es in großen gelben Buchstaben von der Hülle. Darüber sieht man ein Flugzeug im Tiefflug durch Moskau reisen. Wie damals üblich hat das Airbrush-Bild auf dem Cover absolut keine Ähnlichkeit mit dem Spiel an sich. Im Endeffekt war es eine Art von Side-Scroller, bei dem man mit Düsenjägern ein paar Öltanks abschießen musste. Nick hat das Tape in die Datasette gefummelt und gibt Load an. Ein weiterer zum Mythos gewordener Satz erscheint auf dem Fernseher. Press Play on Tape. Nick folgt der Anweisung und mit einem lauten Schleifgeräusch fährt das Band an. Nach einigen Sekunden baut sich eine amerikanische Fahne auf und die US-Nationalhymne zerrt in eine 8-Bit-Version aus dem Grundig. So etwas wie 5 vor 12 Stimmung haben wir damals nicht gespürt. Für uns war der Kalte Krieg so eine Art von Geisterbahn. Die Luftschutzsirenen auf Frankie Goes to Hollywood's Two Tribes zu hören, das hatte eher so diesen Gänsehautfaktor. Da konnte man den Mädels im Partykeller gleich noch ein Glas Chris zur Beruhigung einschenken. Lag wahrscheinlich am Alter, dass wir das Ganze nicht ernst genommen haben. Und obwohl es in Spielen wie Green Beret völlig ungeschminkt darum ging, möglichst viele Russen abzustechen, kam bei uns nie so ein rechtes Feindbild auf. Da brauchte uns auch der singende Zeigefinger Sting gar nicht zu belehren, dass die Russen ihre Kinder auch so wahnsinnig lieb haben. Für fünf Klässler war Brezhnev nicht mehr oder weniger real als der Bösewicht von James Bond. Oder Sex. Knack, die Kassette stoppt plötzlich. Jetzt müsste eigentlich dieser Sturm auf Moskau mit dem schweren Level anfangen, bei dem man seine Flugzeuge aus dem Hangar manövrieren muss. Aber nichts tut sich. Nick haut auf die Tasten und der Bildschirm schaltet wieder auf dunkelblau zurück. Tja, und jetzt? Oh, scheint kaputt zu sein. Anders als bei modernen Rechnern lassen sich die Programme beim CW nicht einfach per Klick starten, zumal es ja auch keine Maus gibt, mit der man klicken könnte. Die Sache ist also komplizierter. Die Software besteht nur aus Bytes und man muss sie irgendwo im Speicher finden. Doch bei unserer Version von Raid over Moscow fehlt die Startseite. Jeder normale Mensch würde sich damit abfinden, dass Moskau ein schönes Land ist und erleichtert in die hochauflösende Realität zurückkehren. Aber nicht Nick. Nein, jetzt ist der abgebrochene Informatiker nie mehr wach. Wie wild gibt der Befehl ein und stochert im Dunkel des Speichers nach der Startadresse. Versucht es mit 4096, 8192, 49152. Ich habe die Hand schon auf dem Ausschalter, da versucht er einen letzten völlig banalen Trick. Sys 49153. Er sucht nach einem Programm, das bei 10.001 beginnt. Manchmal ließen die Coder früher bewusst das erste Byte weg, genau um wilde Rumtipper wie uns draußen zu halten. Schlagartig verdunkelt sich der Bildschirm. Buchstabe für Buchstabe baut sich ein Text auf, wie live getippt. Welcome to Data Corp. Ja. Also in diesem alten Spiel, das sie da in ihrem Schulkarton entdeckt haben, ist nicht weniger drin als eine geheime Botschaft von eben dieser mysteriösen Firma Data Corp. Und da die Jungs ja im Prinzip auch nichts Besseres zu tun haben, folgen sie dieser Spur. Und die Spur führt sie in die Vereinigten Staaten, wo sie mehr oder weniger eigentlich ziellos dann durch die Gegend fahren und eingebildeten Spuren folgen. Also zunächst eingebildeten Spuren folgen. Und für die zwei ist das eigentlich nur ein Anlass, sich möglichst viele alte Spiele anzuschauen. Es ist so, dass es in den USA tatsächlich noch ganz vereinzelt solche Spiele gibt, wo noch solche Spiele stehen wie dorthin, wo man also noch Geld einwerfen muss, um loszocken zu können. Und die nächste Szene spielt in ebenso einer Spielhalle. Die sind natürlich mittlerweile sehr, sehr runtergekommen, wenn man sie überhaupt noch findet. Wir halten auf eine Blechhütte zu, auf die jemand Videogames gesprüht hat. Nick schwärmt aus. Geil, Alter! 1942! Stürzt leider ab. Ich entdecke ein Super Mario Brothers und spiele, bis das Flimmern des kaputten Monitors zu sehr nervt. Bei Hydro Thunder bleiben wir stecken. Einem Bootsrennsimulator, dessen knallblauer Plastik sitzt und schon beim Reinkommen ins Auge gebrüllt hat. Unaufdringlich ist anders.
Nachdem wir uns eine halbe Minute über die Autoscooter-Optik aufgeregt haben, steigen wir ein und haben einen heiden Spaß. Die 3D-Oberfläche ist super gerendert, es gibt geniale Schanzen und spätestens dann hatten sie uns Sack, als wir den Turbo-Knopf entdeckten. Als ich ihn zum ersten Mal drücke, entfährt mir er ein und Nick fängt an von der Seite zu drängeln, weil er auch spielen will. Er reiht seine ganzen Münzen neben dem Bildschirm auf, was nach guter alter Spielhallen-Etikette ungefähr so viel bedeutet wie: Mach endlich Schluss, du Arsch! Nach einer Viertelstunde gehen mir die Münzen aus und ich muss das Feld räumen. Da hätten wir uns früher aber auch nicht reingesetzt, sagt Nick, während er mich ungeduldig aus dem Cockpit rausschubst. In der Tat, zu den guten Dingen in unserem Alter gehört, dass die panische Angst davor, irgendwie peinlich zu wirken, der Gewissheit gewichen ist, es ohnehin zu sein. Das befreit ungemein. Nun muss man sagen, dass das Zocken am Arcade-Automaten per se peinlich ist. Oder sieht man Harley Davidson und den Marlboro-Mann jemals dabei, wie sie Mrs. Pac-Man spielen? Nein. Die sind lieber cool und tot, als uncool und lebendig. Diese leicht gebückte Haltung, der spastisch umkrampfte Joystick, das zittrige Hämmern auf den Feuerknopf, das sieht doch alles ein wenig nach Masturbation aus. Die bittere Wahrheit ist, in puncto Coolheit steht man in einer Spielhalle auf absolut verlorenem Posten. Da bleibt einem nur übrig, die Peinlichkeit irgendwie einzudämmen. Deshalb lautete unsere oberste Regel schon immer, so wenig bewegen wie möglich. Hätte es ein Spiel mit Gedankensteuerung gegeben, unser letzter Heiermann wäre hineingewandert. Leider arbeitete der Zeitgeist damals gegen uns. Die ersten Leute hatten die 16-Bit-Konsolen, wie den Mega Drive zu Hause, und keine Lust mehr für die gleichen Games in der Spielhalle Geld zu zahlen. Im Rennen um die meiste Rechenpower waren Heimgeräte längst an die Profikisten rangezogen. Deshalb zogen die Hersteller der Arcade-Spiele ihre letzte Trumpfkarte, die Controller. Kein Mensch stellt sich einen Snowboard-Simulator in seine Bude. Niemand verschandelt sich die Einrichtung mit zwei Autositzen wie beim Cruisin' USA. Von einem kompletten Afterburner-Cockpit mal ganz zu schweigen. Das wussten die Segas, Namcos und Ataris und handelten. Fast monatlich schickten sie neue Monster in unsere Merkur-Spielothek. Eins aufwendiger, riesiger und leider auch cooler als das andere. Schnell waren wir gezwungen, unsere Regel aufzuweichen. Ab sofort verweigerten wir uns nur noch Games, bei denen der Spieler irgendwie hydraulisch durchgeschüttelt wurde, wie beim Motorrad-Simulator Hang-On. Darüber eine VR-Brille aufzusetzen, dachten wir selbstverständlich nicht einmal nach. Eine Erlaubnis dagegen stellten wir uns aus für die Schießstände von Operation Wolf, Operation Thunderbolt und dieses geile Terminator-Spiel, obwohl ich mir heute nicht mehr sicher bin, dass wir in den Augen der Ladies vor unseren Plastik-Uzis irgendwie cooler aussahen als auf einem Plastikmotorrad. Bei manchen Dingen gibt es eigentlich keine Abstufungen. Ende der 90er erreichte der Controller-Wahnsinn seinen vorläufigen Höhepunkt mit der japanischen Dance Dance Revolution, bei dem der Spieler auf einer druckempfindlichen Plattform Tanzschritte nachmachen muss, während er aus den Boxen mit allerschlimmstem J-Pop malträtiert wird. Es ist schwer zu verstehen, warum jemand Geld dafür zahlt, den schlimmsten Albtraum eines jeden Heranwachsenden erleben zu dürfen. Alleine tanzen, umringt von einer Menschenmenge. Warum nicht gleich zusammen mit den Eltern im Fernsehen Emanuel ansehen? Ja. Es geht natürlich noch elendig lange weiter. Und es kommt noch so eine Art von Krimi-Geschichte dazu. Also ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass die Data-Corp nicht komplett ausgedacht ist. Und wie gesagt, das Ende ist relativ offen gewesen und das Buch kam halt raus. Und wie gesagt, mein Freund sagte, 10 Exemplare werden verkauft. Und wir waren dann überrascht, dass es dann doch ein paar mehr waren. Zuerst waren es irgendwie 100 und dann habe ich irgendwie auf diversen Retro-Börsen vorgelesen, irgendwann waren es 1000. Und dann kamen halt die ersten Mails, mach doch mal eine Fortsetzung. Und nach ungefähr der ersten Mail war ich schon überzeugt. Hat dann Teil 2 geschrieben, der Bug. Oder wie meine Eltern sagten, hat das was mit dem Schiff zu tun. Und die Mails hörten immer noch nicht auf. Und wie üblich brauchte es nur eine, um mich zu überzeugen. Und ich habe Teil 3 geschrieben, das war dann Endboss. Und nach Endboss habe ich einen großen Fehler gemacht. Da habe ich gesagt, das war das letzte Buch.
der klassische Fehler eines jeden Schwergewichtsboxers. Ich gehe nie wieder in den Ring. Das war jetzt wirklich alles. Und hatte ich auch wirklich vor. Die Mails kamen, ich habe die Leute vertröstet. Und nach 2 Jahren hatte ich so eine Idee. Da dachte ich mir, ja, die Jungs irgendwie vermisste sie dann doch schon ein bisschen. Und wenn man sich mit diesen Herrschaften so lange beschäftigt hat, die zusammengestellt sind aus all meinen männlichen Freunden, dann vermisst man sie tatsächlich irgendwann. Und ich hatte diese beknackte Idee, dachte mir, das ist eigentlich was für Nick und Key. Und zwar dachte ich mir, wie wäre das denn, wenn es so einen Freizeitpark gäbe, in dem die Welt der 80er Jahre nachgebaut ist. Zuerst dachte ich, es gibt es bestimmt schon, gibt es allerdings noch nicht, aber es kann nicht mehr lange dauern. Und die Idee war halt so Jurassic Park, halt bloß mit den 80ern. Ja, da kannst du dann noch, also wenn du willst, kannst du rauchen und kannst fahren ohne Tempolimit. Und es gibt natürlich auch eine Arcade, in der man zocken kann. Und dieses Ganze habe ich dann wahnsinnig originell das Retroland genannt. Und da ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass in Europa, also im Kern Europa oder in Deutschland womöglich sowas möglich wäre, etwas auf die Beine zu stellen, habe ich das dann in den Balkan verlegt. Also irgendwo auf dem Balkan gibt es dieses Retroland. Und Nick und Key sind, das ist Teil 4 jetzt, sind mittlerweile wieder arbeitslos und haben sehr viel Zeit. Und allerdings haben sie jetzt auch sehr viel Geld. Und sie fahren also in dieses Retroland und wollen dort ja, ein nettes Wochenende, ein paar Tage verbringen. In der Vergangenheit, das ist ja der Platz, der ihnen am besten gefällt. Und jetzt lese ich noch eine ganz kleine Stelle vor, und zwar das, worauf sie sich am meisten gefreut haben, nämlich den Besuch in der dortigen Arkade. Jetzt aber, Alter, Powerwalk. Die Türen knallen auf und wir entern den Laden. Ich links, Nick rechts, in der vom fliegenden Spaghetti-Monster vorgegebenen Formation. Unter unseren Füßen rollt dunkelroter Puffteppich vorbei. Auf den Raketen und Sternen aus Nachtleuchtfarbe im Schwarzlicht glühen. Rechter Fuß, linker Fuß, wie von selbst synchronisieren sich unsere Schritte. Die Kamera schwenkt auf unsere Gesichter, Zeitlupe. Ich weiß, dass Nick jetzt die Augen zusammenkneift, wie Bruce Willis, wenn er eine Kippe zieht. Und weil ich seine Inszenierung nicht stören will, ziehe ich mit Clint Eastwood Schlitzen gleich. Unsere Körper schweben auf die Kamera zu, während unsere Blicke in der Unendlichkeit verharren. Wir sind zwei Helden auf dem Weg, Scheiße in die Luft zu jagen, den Endboss zu killen und in diese verdammte Rakete zu steigen ohne Ticket für den Rückflug. Wir haben den Right Stuff, Baby. Kalter Rauch und Klosteine wehen uns mit 100 Frames pro Sekunde durch die verbleibenden Haare. Und wenn es nicht so stinkender, schwitzender Papyrock wäre, könnte dazu sogar Kaschmir von Led Zeppelin laufen. Schnitt. Die Kamera folgt uns schwebend hinter unseren Schultern. Unsere Oberkörper wippen geschmeidig auf und ab, während wir durch den menschenleeren Tunnel aus Bildschirmen gleiten. Vorbei an abgewetzten Holzkästen, Joysticks mit verschlissenen Gelenken und halbblinden braunen Röhren. Es könnte nur ein Haufen Elektroschrott sein, wenn es nicht unser Leben wäre. Wir laufen an unserer Biografie vorbei. Donkey Kong. Das erste Mal digital. Erst nur in der Variante als Game & Watch von Nintendo. Das LCD-Spiel aus orangefarbenem Plastik zum Aufklappen stand auf allen Wunschzetteln ganz oben. Zocken bedeutete vor allem eines. Warten. Warten, bis man dran ist. Denn in unserer Klasse hatte nur Jürgen Kampmann, das arme Scheidungskind, so ein Teil, und der ließ uns nur ran, wenn er überhaupt keinen Bock mehr hat. Saxon, wie geil. Da sieht ja total 3D aus, wie sich der Jet zwischen den Radarschüsseln durchschlängelt. Wir hockten vorm Zevi und glühten mit Bulls Banane aus Papas Partykeller vor. Für die epische Fete bei Sascha, bei der wir dann noch nicht reingekommen sind. Wir haben es wie echte Männer genommen, sind vor Selbstmitleid zerflossen und haben an der Bushaltestelle in den Fahrplan The Art of Noise geritzt. Galaxian. Die Kiste stand im Imbiss neben dem Einkaufszentrum, mit Schlieren vom Frittenfett. Eigentlich war das Game schon unzockbar alt, doch das spielte keine Rolle. Entscheidend war, dass ich mit dem Skateboard alleine hinfahren durfte. Alleine. Ich sagte, ich fahre nochmal ins Center. Mutter sah nicht mal vom Bügelbrett hoch, sondern murmelte nur, ja, das war Freiheit. Rolling Thunder. Wie die Maschinenpistole die Kugeln rausgerotzt hat, war cool. Wir haben gezockt, bis wir fast nicht mehr in die Jugendherberge reinkamen. Damals auf der Zwangsreise nach Berlin. Klappe halten, als der Grenzer in Helmstedt durch den Bus marschierte. Am Alex die Ostmark für Baumkuchen rausblasen.
Dann schnell wieder zurück in die Merkur am Kudamm. Ein Stück Heimat in der Fremde. Terminator 2. Dieses geile Teil mit den Uzzis. Das hat mich echt beschäftigt. Jeden Freitag ging es dafür in die Spiele. Und das Unfassbare passierte. Sex. Habe ich was vergessen? Ist danach noch irgendetwas passiert, was Bedeutung hatte? Natürlich nicht! Würde Nick mir zuliebe sagen, obwohl es gar nicht stimmt. Frogger, Centipede, Q-Bird, weitere Games, weitere Erinnerungen, die unser persönliches EEPROM eingebrannt sind. Unendliche Sommer im Süden, Sprachreise nach Brighton, erster Mega-Kater. Wenn dieser Scheiß wirklich stimmt und man, bevor man stirbt, nochmal sein Leben vorbeiziehen sieht, kann das nur eins bedeuten. Wir sind angezählt. Jedenfalls ein weiterer Augenblick, der es verdient hat, in Kunstharz eingegossen und auf den Schreibtisch gestellt zu werden. Als Reserve für die vielen Momente, in denen ich sicher bin, dass alle echten Gefühle bis zum 20. Lebensjahr aufgebraucht sind. Dieser Gang müsste echt unendlich sein. Was ist das für ein Rauschen? Mach mal den scheiß Led Zeppelin leiser. Die müssen eine Lautsprecheranlage für Durchsagen haben. Hä? Liebe Besucher, aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, zum Haupteingang zu gehen. Ladies and Gentlemen, Nicks Augen sind noch zum Bruce Willis Kippenblick verengt. Er ist beunruhigt. Etwas stimmt nicht. Ich weiß. Alter, dreh ich mir um. Jetzt lese ich noch die erste Seite vor. Das ist so eine kleine Rahmenhandlung. Geschossen? Nee, kein Scheiß, Alter. Warum guckst du so? Hier ist alles in Ordnung. Okay, irgendwas tut weh. Aber Insert Coin? Der mittlere Schacht ist verstopft? Ach, sehe ich schon von hier. Da darfst du nicht deine Mark reinstecken. Hast du die eigentlich noch? Dann können wir jetzt ja loszocken. Stimmt. Die Typen, die sind ja immer noch da. Und der eine hat eine Pistole in der Hand. Was für ein Nakatomi-Plaza-Scheiß geht denn hier ab? Wahrscheinlich hat es nur gespielt. Wir haben das Action-Paket gebucht, ne? Da gibt's nichts zu heulen. Alles okay mit dem alten Key? Ach, die Schulter, ja. Ja, das ist nur eine Fleischwunde, weißt du? Ist doch klar. Jetzt steh mal auf, wir müssen zum Haupteingang. Sie kommen uns zu holen. Und sie werden uns auch finden, wenn wir nicht losrennen, Genie. Ich darf bloß Andys Umschlag nicht vergessen. Sonst wird das nie was mit uns. Den Rest der Geschichte passiert auf den folgenden 300 Seiten. Zugabe? Yeah. Bist du noch vorbereitet? Nicht wirklich. Komm, die letzten drei Seiten noch. Nee, nee, das wäre ja Spoiler. Hast du noch was? Das wäre ja Spoiler, das geht nicht. Auf die Zugabe bin ich nicht wirklich. Hast du echt nicht bekommen? Denkt man sich doch vorher, dass heute Zugabe steigt. Wer war das? Wir sprechen uns. Okay. Ich lese noch kurz was vor aus dem, auch aus dem ersten Kapitel. Da geht es darum, dass Nick und Key sich gerade auf die Reise machen ins Redland und sie sitzen, wie sie im Prinzip in allen Büchern sitzen, sie sitzen im Auto. Deshalb sind die Dinge auch so gut wie unverfilmbar, weil die Jungs im Auto sitzen und reden. Kein Regisseur traut sich dran. Sie sind auf dem Weg zum Flughafen. Die Zukunft, die sonst immer so klar vor mir lag, ist zu einem schwarzen Highway bei Nacht geworden. Ab jetzt sind wir auf unbekanntem Gebiet unterwegs. Zwei Männer, ein Ziel und das unendlich lange Asphaltband vor ihnen. Es könnte ein wunderbarer Moment sein, voller Würde und Ruhe, wenn der Beifall nicht wäre. Der Nick hat dafür gesorgt, dass das lockige Gespräch der zwei Männer mit einem Ziel und dem unendlich langen Asphaltband sich zu einem erbitterten Glaubenskrieg entwickelt hat. Aber der Terminator hat ein viel cooleres Betriebssystem. Immer wenn er sich aufregt, fängt er an zu keifen wie ein Mädchen. Ist ja gut, mein Freund. Ist ja gut. Er lockert den Gurt, um sich besser rüberlegen zu können. Und ich kann es ja auch beweisen, pass auf. Also immer wenn man sieht, was der Terminator sieht, also wenn man quasi in seinen Kopf guckt, dann flimmern so Zahlenkolonnen vorbei, so Militärblabla, Mission Target und so. Ne? Jemand hat mit dem schnellen Pausenfinger mal geguckt, was da steht und der Zahlensalat ist nichts anderes als ein Programm für den 6502-Prozessor. Also Apple II. Habe ich dir schon mal erzählt, oder? Ja. Bleibt die Frage, warum erzählst du es schon wieder?
Nein, nein, ist ja gut, rattert er weiter. In Robocop jedenfalls, da gibt es diese Szene, wo Murphy hochgefahren wird. Und was erscheint da vor seinem geistigen Auge? Command? Config Sys? Ja, du hast richtig gehört. Robocop läuft unter DOS. Was ist also besser? Er faltet die Hände und senkt die Stimme wie ein Nachrichtensprecher, der verkündet, wie viele Tote eine Naturkatastrophe gefordert hat. Ich denke, die Sache ist entschieden. Das denke ich nicht. Jedenfalls nicht, wenn man eine nüchterne, waffentaktische Analyse zugrunde legt. Nun ja, der Terminator hat einen großen Nachteil. Der ist ab Werk unbewaffnet. Arnie musste erstmal eine Ewigkeit nackig durch die Gegend rennen. Ne? Robo-Doktor gegen hat seine Kanone immer dabei, im Bein. Auf dieses Argument hat er anscheinend nur gewartet. Ah ja. Und was ist, wenn der Angreifer auf den Mund schießt? Den haben sie ja bequemerweise ungepanzert gelassen, ne? Seine Suffisanz ist einfach zum Kotzen. Warum habe ich ihn bloß eingeladen? Ich hätte da ohne Probleme auch alleine hinfahren können. Apropos, kurzer Blick auf die Rückbank. Naja gut, also was die Sache mit dem Mond von Robocop angeht, hat er natürlich recht. Das kam mir damals schon unlogisch vor. Wer baut eine Kampfmaschine mit so einer lächerlichen Schwachstelle? Also gönne ich ihm den Punktsieg. Ja, stimmt irgendwie. Er faltet die Arme und lehnt sich zufrieden zurück. Alles ist wie immer. Ich am Steuer, der Beifahrer neben mir in irgendeinem Auto auf irgendeiner Straße und wir kämpfen bis aufs Blut um die nostalgische Spitzfindigkeit der Stunde. Wer würde ein Deathmatch zwischen dem Terminator und Robocop gewinnen? Korrektur, es ist nicht wie immer. Denn dass wir, das undynamische Duo, so gepflegt den Two-Player-Modus genießen können, ist selten geworden. Oh, jetzt kommt ein Spoiler. Das war's. Nick darf leider nicht so viel rumhängen, sonst gäbe es Ärger mit Sabina, seiner Frau. Nein, der kann das Leben als EDV-Frührentner nicht genießen. Er muss weiter auf großes Business machen. Also haut er richtig rein, um seine Beratungsbude am Laufen zu halten. Darauf ist er mega stolz. Ständig schwafelte er davon, wie gut sein Consulting-Ding laufe und wie total interessant die letzte Systemmigration wieder gewesen sei, bei der man ihn hinzugezogen habe. Hast du verstanden, Alter? Du bist maximal beschäftigt. Zum Beispiel damit, uncool zu werden. Ich meine, hallo? Schiebetüren? Sitzen wir in einem Auto mit Schiebetüren? Schlimmer geht's ja wohl nicht. So ein Familienbomber, den nur Lehrer oder Handwerker fahren. Und wo anscheinend schon in der Fabrik Tigerenten draufgeklatscht werden. Deine Demütigung. Der Beifahrer hat sich die Sache natürlich schon zurechtgebogen. Mit diesem einen Wort, das mehr Horror verspricht als alles andere. Alter, ist total praktisch. Alles klar, praktisch. Praktische Klamotten, praktische Schuhe, praktische Frauen. Das bedeutet nichts anderes als, sieht scheiße aus, aber du bist zu träge, dir was Besseres zu suchen. Kaum eine Liste ist länger als die der Sachen, die so praktisch sind. Schlafmaske, Bluetooth, Bändchen für die Sonnenbrille, diese Hosenbeinklemmen für Radfahrer, Cabrios mit mehr als nur zwei Sitzplätzen, total super praktisch. Und zugleich der schnellste Weg, die eigene Restkohle zu vernichten. Praktisch unsichtbar sind wir jedenfalls für Frauen. Niemals in der Geschichte der Menschheit hat ein attraktives weibliches Wesen ihren Kopf zur Seite bewegt, um zu checken, wer in so einem Auto sitzt. Sie schießen an der Überholspur vorbei, den Blick starr nach vorne gerichtet. Wir sind unsichtbar. Nein, wir sitzen in einem Stealth-Auto, das nicht darauf gekommen ist. Das klingt doch ziemlich militärisch und dann irgendwie diffus gut. Wir rollen also in einem Stealth-Auto in den Sonnenuntergang. Mit Kindersitzbefestigung nach ISO-Norm. Ja, die Helden für eine Mark sind tief gefallen.